Schönen guten Abend. Wir haben jetzt so manches über das Erzeugen von Kindprozessen gesehen, haben auch gesehen, dass man das Ende der Kinder und der Kindprozesse überwachen soll, gell? Und wir wollen jetzt ein paar Sachen einfach ein bisschen probieren, gell? Und zwar erstens wollen wir mal schauen, da gibt es so etwas, das heißt eine Forkbomb. Das ist zwar jetzt nicht im physischen Sinn gefährlich, gell? Aber das kann einen Rechner ganz schön ans Eingeweide gehen, gell? Und zwar dieses Bild da, das drückt es recht schön aus, gell, was da passiert. Und zwar, wenn wir einen Prozess haben, gell, und der macht Fork, dann entstehen zwei. Und jetzt nehmen wir an, die zwei, die machen auch Fork. Ja, dann haben wir nicht mehr zwei, dann haben wir dann plötzlich vier. Und wenn die jetzt auch nochmal Fork machen, gell, dann haben wir nicht vier, sondern acht, gell. Ja, und jetzt stellt sich vor, das machen wir in einer Schleife, gell. Eine Schleife, die ja viermal durchläuft, gell. Wenn sich das immer verdoppelt, dann haben wir einen exponentiellen Verlauf. Und da braucht man nicht oft durchlaufen und man hat schon sehr viele Prozesse, gell? Das ist eine Forkbomb, gell? Und mit der muss man aufpassen, gell? Ja, aber trotzdem wollen wir es ausprobieren. Und ja, eigentlich steht da drunter jetzt schon, wie das funktioniert. Und zwar machen sie es da wirklich, Schauen wir mal, also Windows Batch, ja genau, das ist unsere Umgebung. Eine Schleife und darin Fork. Wenn ihr das so programmiert und eingebt und laufen lasst, dann weiß ich nicht mehr, ob es die Maschine runterfährt, gell? Dann wird wahrscheinlich nur mehr der Ausschaltknopf wirken, weil ihr könnt da schon beginnen und ein Kill absetzen dann, gell? Kill minus 9, gell? Da geht die Munition aus. Das geht dann nicht mehr. Also, wenn ihr das in einer Schleife macht, gell, dann geht es zumindest ein Limit setzen. Gell. Durchläuft die Schleife nicht zu oft. Dann habt ihr zwei hoch, das ist es da als Größenordnung. Gell. Das ist immer exponentiell. Gell. 2 hoch 10 ist schon 1000, 2 hoch 20 ist schon 1 Million. 1 Million Prozesse mit 20 Durchläufen, gell, das ist ja gewaltig. Gell, also, das können wir ausprobieren, gell, aber passt auf, gell, und wenn es eine Endlosschleife macht, das geht dann nicht, gell. Gell, da müsst ihr zumindest da noch einmal, ja, vielleicht das Leap da hinein tun oder etwas, das nicht so schnell geht, dann habt ihr vielleicht noch eine Chance, gell. Aber wenn das Leap 1 drinnen steht, und ihr geht es da 10 Sekunden warten, dann hat er schon 1000, wartet es dann mal 20 Sekunden, dann hat er schon 1 Million. Gell? Ich weiß nicht, ob euer Rechner das aushält. Gell? Okay? Das ist eine Forkbomb. Gell? Also schaut ganz harmlos aus. Gell? Ist auch verdammt gefährlich. Ja, und ja, das ist so ein bisschen zum Spielen, gell? Und zum Aufpassen. Gell? Die Frage ist natürlich, kann man das vermeiden, gell, dass da ein Prozess sowas anstellt? Ja, die Antwort ist ja, gell, also das kann man schon. Gell. Man kann das auch, da haben wir noch das mit den Signalen. Schauen wir mal, da U-Limit minus A, gell, also alle Grenzen mal anzeigen. Gell. Und ja, da gibt es dann auch das Limit der Anzahl der Prozesse. Gell. Max User Prozesses, da steht es. 63.182 darf ich laufen haben. Gell? Ja, ein paar sind schon, aber sind halt keine Millionen. Gell? Das ist Fakt. Gell? Und da kann ich dann mit einer solchen Forkbomb sehr schnell in Bedrängnis geraten. Gell? Okay? Ja, also ausprobieren und aufpassen. Ja, das Erste, was man probieren. Gell? Also das so mehr zum Spielen. Das nächste ist jetzt etwas, gell, das würde dem Mathematiklehrer gefallen. Gell. Und zwar wollen wir da ja so Primzahlenpaare suchen. Gell. Primzahlzwillinge nennt man die auch. Gell. Das sind also Primzahlen,
die nur einen Abstand von 2 haben. Gell? Also so 3, 5, 5, 7, 11, 13, gell? Ja, und so weiter. Gell? Da gibt es ganz viele davon. Gell? Und ja, und da haben sie so einen Verlauf gezeigt. Gell? Also am Anfang gibt es mehr und dann werden es ein bisschen weniger. Gell? Und irgendwann einmal werden es halt ganz wenig. Gell? Also dann wird es so richtig dünn gesät. Und das mit dem Primzahlenzwilling, das gefällt den Mathematikern, gell? Und da wollen wir ein bisschen rechnen gehen, gell? Und das können wir jetzt natürlich so machen, dass wir da ja, einen Prozess haben, der das rechnet und rechnet und rechnet, aber das dauert ja echt lang, gell? Aber wir haben ja alle mehr als einen Prozessor oder Kern, gell? Also wir haben ja so Dual-Cores, die hat es schon vor mehr als 10 Jahren gegeben, gell? Und heute mit unserem iCore 5 oder so, gell, oder, ja, oder so ein starken AMD oder so, gell, das sind echte Rechnerknechte, gell, da kann man dann schon einige Prozesse laufen haben. Und ja, das wollen wir probieren, gell? Also keine Fork-Bomb bauen, sondern ein paar Prozesse. Und mit diesen paar Prozessen gehen wir dann solche, ja, solche Primpaar-Zwillinge, gell, oder Primzahlpaare suchen. Und ja, da ist jetzt natürlich die Frage. Die Prozesse da, diese Kindprozesse, die sollen ja nicht das Gleiche rechnen. Die sollen ja etwas anderes. Also jeder sollte einen bestimmten Bereich wahrscheinlich berechnen, oder? Aber sonst macht es keinen Sinn, das zu parallelisieren, gell? Also das ist ein Problem, das kann man parallelisieren. Und ja, die Parallelisierung, ja, die hängt von wem ab? Ja, richtig, vom Programmierer. Gell? Der Programmierer muss dafür sorgen, dass das parallelisiert wird. Gell? Ja, und jetzt kann man sich da was einfallen lassen. Gell? Also könnte man mal sagen, okay, also das Programm, gell, also beim Aufruf, da geben wir ihm mit, bis zu welchem Punkt wir es machen wollen. Gell? Zum Beispiel bis zu 1 Million. Oder auch bis zu 100 Millionen, gell? Oder ein bisschen mehr zu rechnen. Und jetzt alle Primzahlzwillinge bis 100 Millionen dann suchen, gell? Da braucht er schon ein bisschen, gell? Können wir dann sagen, okay, es gibt einen, ja, zum Beispiel 4 Kindprozesse. Der erste Kindprozess macht das erste Viertel, das zweite Kindprozess das zweite Viertel, dritte Kindprozess das vierte und der vierte Kindprozess, den, ja, das ist das letzte Viertel, gell? Ja, schön. Jetzt müsst ihr euch was überlegen. Gell? Wie schafft ihr es, dem Kindprozess einmal den Bereich zu geben? Ihr müsst ja das übergeben. Ihr müsst also ja, dem Kindprozess irgendwie sagen, welchen Bereich von wo bis wo sollten die Zahlen überprüft werden nach diesen Paaren. Gell? Und ja, wenn wir das mal schauen da, gell, wenn wir da das Fork zurücknehmen, nehmen wir da einfach eines vom letzten Mal, Fork.c. Okay. Und ja, wie könnten wir das machen? Das könnten wir so machen. Wir haben irgendwo das Fork. Und da, ja, der Elternprozess, gell, der muss den Kindprozessen sagen, von wo bis wo zu rechnen ist, gell. Und wie könnte man das machen? Das ist jetzt eine Interprozesskommunikation ganz besonderer Art, gell. Und zwar könnte man Folgendes machen. Vor dem Fork gehen wir eine Variable definieren und initialisieren. Oder auch zwei Variablen, gell. Und in diese Variablen schreiben wir hinein, von wo bis wo die ja, nach Primzahlenpaaren gesucht werden muss. Gell? Und ja, höchstens die Grenzen sind noch ein bisschen gefährlich. Gell? Aber naja, das da wäre noch zu überprüfen. Und ja, wenn man vor dem Fork da diese Grenzen dann in eine Variable schreibt, dann, wer hat denn die nach dem Fork? Der Elternprozess und der Kindprozess, beide. Also weiß der Kindprozess, von wo bis wo zu rechnen ist. Ja, das könnte man vor jedem Aufruf von Fork machen. Vor jedem Aufruf von Fork gehen wir die Grenzen setzen.
gell? Schön. Ja, da können Sie rechnen. Welches Problem bleibt uns noch? Ja, die Ergebnisse, ja, wie geht denn das? Die Kindprozess und Elternprozess sind hier verschiedene Prozesse, gell? Jetzt fehlt etwas, was wir noch nicht gemacht haben. Und das ist, was uns fehlt, das ist die Interprozesskommunikation, die also die Kindprozesse dem Elternprozess etwas ja, geben können, übermitteln können, senden können, gell? Das fehlt uns noch. Gell? Wir könnten jetzt was machen, wir könnten das mit Dateien machen. Gell? Also der, das Kindprozess, gell, bekommt eine Datei. Das erste Kind soll, was weiß ich, die 1.txt schreiben, das zweite die 2.txt, das dritte 3.txt und das vierte, gell, 4.txt. Ja, schön. Ja, und dazu könnten Sie die Paare hineinschreiben, gell, Zeile für Zeile ein Paar. Und dann kommen zum Schluss 1, 2, 3 und 4.txt zusammenhängen, gell, und das war's. Gell, das Zusammenhängen, das können wir auch außerhalb des Programms machen. Das müssen wir nicht unbedingt drinnen machen, gell. Okay, ja. Das wollen wir mal ausprobieren. Viel Erfolg!